Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, heute hier zu stehen und zu euch zu sprechen, auch wenn ihr daheim sitzt. Aber ich habe ein paar ernste Worte zu sagen. Über 10.000 Corona-Leugnerinnen sind am vergangenen Wochenende in Stuttgart auf die Straße gegangen, ohne die Hygieneauflagen zu berücksichtigen. Ich weiß nicht, wie euch es geht, aber mich hat das echt sauer gemacht. Kritik muss in einer Demokratie natürlich immer möglich sein und das Versammlungsrecht gilt. Und die Pandemie ist belastend, bedrückend und vielen Menschen geht es nicht gut. Aber gerade, weil es so vielen Menschen nicht gut geht, weil Läden geschlossen bleiben müssen, weil Familien nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht und weil medizinisches Personal am Anschlag arbeitet, ist es so verantwortungslos und egoistisch, ohne Masken und Abstände zu demonstrieren, nur um Grenzen auszutesten und den Staat fortzuführen. Wer unseren Rechtsstaat so hinters Licht führen will und so verhöhnen will, der muss mit einer deutlichen Antwort rechnen und dafür stehen wir Grüne auch in diesem Fall. Und wenn man sich mal anschaut, was bei diesen Demos so gesprochen wird, dann wird mir ganz anders. Mal vergleicht man sich mit Anne Frank oder Sophie Scholl und am letzten Wochenende haben die da ein Dokumentationszentrum gefordert, um die angeblichen Unrechtstaten dieser Zeit zu dokumentieren. Als Vorbild dient offenkundig das NS-Dokumentationszentrum. Das ist doch unglaublich. Wer so die Gräueltaten des NS-Regimes relativiert, wer demokratische Entscheidungen zur Diktatur verklärt und obendrein noch Journalistinnen mit Steinen bewirft, hat sich von unseren Grundwerten verabschiedet und das nehmen wir nicht so hin. Das schauen wir nicht weg. Wir brauchen mehr Aufklärung. Wir brauchen mehr Beteiligungsinstrumente. Wir brauchen bessere Medien und politische Bildung und wir müssen unsere Demokratie jeden Tag aufs Neue verteidigen. Ja, unsere Demokratie und unser Rechtsstaat stehen unter Druck. Wir erleben seit Jahren in unserer Gesellschaft einen Rechtsruck. Auf ganz schlimme Worte, auf grausame Worte folgten grausame Taten. Rechtsextreme und rechtsextremistische Taten haben in den letzten Jahren eklatant zugenommen. Es gibt bundesweit fast 500 offene Haftbefehle gegen Rechtsextremisten. Und die Anschläge in Halle und Hanau und der Mord an Walter Lübcke haben gezeigt, dieser Hass ist das größte Sicherheitsrisiko für unsere liberale Demokratie. Aber wir lassen uns das nicht gefallen. Denn in unserer freien und offenen Gesellschaft kommt es nicht darauf an, welche Sprache jemand spricht, wo jemand herkommt, wie jemand aussieht, welches Geschlecht jemand hat oder wer wen liebt. Jede und jeder hat das Recht, in Freiheit und Würde zu leben. Und wer sich mit unserer Demokratie anlegt, der muss ihre Wehrhaftigkeit in aller Deutlichkeit zu spüren bekommen. Und dafür möchte ich mich einbringen im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Zum einen braucht es hierfür Prävention, und zwar ein gutes Demokratiefördergesetz. Was heißt das? Wir müssen zivilgesellschaftliche Initiativen gegen rechts verlässlich finanziell absichern. Momentan ist es so, dass sie sich von Projekt zu Projekt, von Jahr zu Jahr hangeln müssen und nicht wissen, wie es weitergeht. Dadurch gehen gute Leute und gute Ideen verloren. Egal, ob es das bekannte Aussteigerprogramm Exit ist oder auch die vielen kommunalen Partnerschaften für Demokratie im Land, wie es sie zum Beispiel gibt in Freiburg, in Wiesloch oder in Aalen. Die müssen wir verlässlich unterstützen und dafür ist ein Demokratiefördergesetz so wichtig. Und zum anderen brauchen wir natürlich einen Neustart bei den Sicherheitsbehörden, damit Gefährdungen, damit rechte Netzwerke analysiert, aufgeklärt und aufgelöst werden können. Und da gibt es viel Nachholbedarf, denn die Zeit mit Hans-Georg Maaßen waren hier verlorene Jahre. Ich möchte aber noch ein anderes Thema ansprechen, das mir wirklich sehr wichtig ist. Das ist die Situation der Geflüchteten. Auch da sieht man den Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Da, wo Menschen auf dem Mittelmeer sterben müssen und da, wo sich nichts ändert an den katastrophalen Zuständen, zum Beispiel in Lesbos. Und Horst Seehofer verlässt sich hier noch immer treiben von den Rechten und hat Angst, dass zu viel Nächstenliebe an ihm kleben bleibt. Aber wir Grüne, wir kämpfen auf allen politischen Ebenen für eine andere Migrationspolitik, die statt von Abschottung und Ausgrenzung von Mitgefühl und Menschlichkeit geprägt ist. Und hierfür braucht es ein funktionierendes Seenotrettungssystem, echte Hilfe für die Geflüchteten an den Außengrenzen
Und wir sagen ein klares Nein zur Abschiebung nach Afghanistan oder Syrien. Dafür braucht es Grüne in der Bundesregierung. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin vor 12 Jahren in diese Partei eingetreten. Zum einen natürlich auch, um die Klimakrise zu bekämpfen. Aber es ist mir schon immer ganz wichtig, die Freiheits- und Bürgerinnenrechte zu stärken und Minderheiten zu schützen. Deswegen fühle ich mich so wohl und so zu Hause in dieser Partei. Und in den letzten Jahren war ich mit vielen von euch zusammen auf Demonstrationen, bei Anti-Nazi-Demos auf der Straße. Ich habe Unterschriften gesammelt gegen Massenüberwachung, wie es bei der Vorratsdatenspeicherung der Fall wäre. Und ich habe bei mir in Ulm die lokale Seebrücke gegründet. Und egal, ob als Sprecher der LAG Demokratierecht und innere Sicherheit oder als Facharbeitsgruppenleiter für das Innenkapitel im Wahlprogramm, diese Themen, die sind mir wirklich immer eine Herzensangelegenheit. Und ich weiß, die kommen manchmal wirklich hart her und trocken rüber. Aber, liebe Leute, sie sind das Fundament für unseren demokratischen Rechtsstaat und für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und deswegen sind sie so wichtig. Und wer, wenn nicht wir, als Bündnis 90 Die Grünen, kennt sich denn aus mit Demokratie, mit Bürgerinnenrechten, mit Freiheit? Und deswegen sind es gerade wir, die es schaffen können, eine Gesellschaft auf die Beine zu stellen, in der sich wirklich alle Menschen sicher fühlen können. Lasst uns das gemeinsam anpacken. Ich möchte in Berlin eure Stimme sein für Demokratie, Freiheit und Humanität. Und ich bitte hierfür um euer herzliches Vertrauen. Vielen Dank.